Ja, und somit wieder ein herzliches Willkommen zu MotoGP 15 Saison mit Alex Hoffmann im Kawasaki Racing Team. Ja, wir sind mittlerweile in Sebang angelangt. Wir nähern uns Ende dieser Saison auch. Das passt natürlich perfekt, da ja demnächst MXGP 2 anfängt. Und ich dann nicht mehr hier bei MotoGP 15 zweigleisig unterwegs bin. ja, zumindest einmal am Start von MXGP. Das werden wir uns einmal dann anschauen. Am 7. oder 8. Ich glaube 8. sogar kommt es raus. Und ich werde dann natürlich so schnell wie möglich euch da den ersten Part dann bringen. Nur mal so viel gesagt, dass hier, wenn wir hier mit Alex mal durch sind, mal... ja, das einmal ruhen lassen fürs Erste. Aber nicht die normale Karriere natürlich, die geht natürlich immer weiter, kein Thema. Aber anstatt hier die zweite Sache mit Alex Hoffmann oder die Viertakt oder Zweitakt zu fahren, fahren wir dann die MXGP 2, das Spiel. Also Motocross, für alle, die es nicht kennen. Und da schauen wir uns mal einfach mal an, wie uns das so gefällt. So, jetzt heißt es mal hier durch, die ersten Schikanen gut durchkommen. Nicky Hayden, den habe ich schon im Quali getroffen. Mal schauen, wie sie läuft. Ah, hier haben wir ihm eine leichte mitgegeben, aber ungewollt, ehrlich. So, Troy Bayliss. Hat er nicht jetzt mal ein Rennen gewonnen? Schon so lange her, dass ich mich erinnern kann. Ich glaube, Troy Bayliss hat sogar irgendwo ein Rennen gewonnen. War das in... Mugello? Nein, ich weiß jetzt gar nicht. Egal. Aber diesmal die zweite Ducati auf der zweiten Position vorne. Alex Barros gut unterwegs. Oh, Marco Melandri stürzt, Bailey ist hier alle jetzt ein bisschen, oh, ich auch, in Turbulenzen gekommen und die ersten 4, 5 sind somit wieder weg. Und das war's für die Hinteren. Vielleicht schaffen sie wir, dass wir rankommen, schauen wir mal. Biaggi da, Sette, Givano, Stoner, Capirossi und Rossi, glaube ich, auf der 1 fährt schon ein bisschen weiter vorne weg. Sehr schön. Sehr schön, Valentin Rossi. Ja, jetzt am Wochenende in Argentinien. Bin schon sehr gespannt. Voriges Jahr ist der Rossi mit Marquez kollidiert. Da ist schon mal leicht losgegangen, glaube ich. Da konnte man vielleicht schon mal ganz leicht erahnen, dass nicht so hundertprozentig alles eitel vorne ist, wie man so gut sagt. So, wir konzentrieren uns mal auf unsere Fahrweise, so keinen unmittelbaren Gegner mal. Das ist gut, da können wir uns komplett auf die Fahrt konzentrieren. Ja, hier diese zweite Saison habe ich auch natürlich für die Leute, die hier nicht Cockpit sehen wollen, sondern von außen weiter die Rennen verfolgen wollen, habe ich das natürlich auch gemacht. Und das wird es dann natürlich indirekt beim MXGP ja auch geben. Da fahre ich auch von außen. Das ist dort schon schwierig genug. Oh nein, jetzt ist wieder, ja, hier die Stelle, wo alle stürzen immer. Ich weiß schon, Casey Stoner. Ja, ich kann mich schon wieder erinnern. Da kann sich auch natürlich randommäßig die Meisterschaft entscheiden, wenn hier die falschen Leute stürzen, wie zum Beispiel Stoner. Also die Leute von vorne zumindest. Einfach vom Körb weggerutscht. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass es hier so eingestellt ist. Ich hoffe, jetzt stürzt keiner mehr von vorne. Oder alle zumindest, wenn... Ja, Troy Bayliss hinter uns. Gibt auch nicht auf.
Ich glaube, uns fehlt ein bisschen Power. Bin mir nicht sicher, aber... So ein paar PS wird man doch noch vertragen bei unserer Kawasaki. Ja, Beatsch jetzt ein bisschen Abstand durch den Sturz von Stoner. Ein bisschen überrascht worden. Hinten ist schon Nicky Hayden dran an Troy Bayliss mit seiner Honda. So, hier schauen wir wieder ganz gut aus, dass wir halbwegs dran sind, nicht in die Wiese, Bernie. Ivanov zweiter hat Capirossi überholt vorne. Capirossi. Und sie sind dran an Valentino Rossi. Der konnte sich nicht wirklich absetzen. Hatte vielleicht auch einen kleinen Rutscher oder irgendwas, keine Ahnung. Wir orientieren uns mal das erste an Max Biaggi. Der wäre P4 für uns. Aber wir fahren mal ganz gechillt weiter. Vielleicht stürzt eh noch höher vorne in der einen Linkskurve wieder. Wir nähern uns schon langsam wieder. Lass uns mal überraschen. Oder ist es nur, wenn es Überholmann übergibt vielleicht? Dann müsste Biaggi mal fürs erste safe sein, theoretisch. Wenn wir vorne mal jetzt gleich beobachten, Rossi. Givernau, Capirossi. Wäre natürlich schade für die, aber... So, schauen wir mal. Rutscht wer weg? Ah, noch alle sitzen geblieben. Ich glaube, das ist nur mal Überholmann, wenn einer innen... Und Edwards haben wir gehört, oder links da gesehen, Crash. Der war hinter uns irgendwo. War sich auch beim Überholmanöver. Das ist leider das Problem anscheinend. Ja, wo ist Stoner? Sehe ich jetzt nicht. Unmittelbar hinter uns einmal nicht. Hinter uns ist Nicky Hayden, 13. Ja, kleiner Fehler und ja, der ist an Bailey schon vorbei. Der ist schnell, Nicky Hayden hier. Eine gute Power auf der Honda hier auf der Geraden. Biaggi nützt da den kompletten Körper aus. Ob das auch schnell ist, ist eine andere Frage. Ja, wir sind über die Runde nicht wirklich schnell genug, glaube ich. Dann müssen wir Minimum schauen, dass wir wenigstens den Abstand halten. So, hier kommen wir immer ein bisschen ran. Schauen wir mal die Links nach der ersten Zwischenzeit. Das ist auch noch kurz unser Eck und dann ist aber wieder vorbei, glaube ich, ziemlich. Hier die rechts geht noch halbwegs. So, jetzt die Links. Ja, da kriege ich einen kleinen Schlenker drin. So, nächste heiße Phase wieder da vorne dann. Ja, war nicht optimal, aber relativ gut noch. So, wir schauen nach vorne. Fliegt wer? No, keiner über den Curb. Perfekt. In der Kurve anbremsen. Nie einfach. Ja, Hayden hält sich gut. Bayliss fällt ein bisschen zurück. Hayden sehr stark heute. Ja, schade, dass Hayden nicht auch vorne mitfahren kann. Na ja, gut, viel später kann man doch nicht bremsen. Haben wir gedacht, es geht irgendwie, aber... Oh! 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 Nein, jetzt fahre ich ihm hinten drauf. Ach du. So, wir versuchen das Ausbremsmanöver. Da sind wir anscheinend irgendwie sehr gut rausgekommen. Ah, nein. Auf die Wiese. Das war nicht so pralle. Hinten ist ein bisschen Abstand plötzlich.
Ja, schon langsam ein bisschen den Dreh raus hier. Malaysia. So, wir schauen wir nach vorne. Keine Wohlmanöver, kein Sturz, Gott sei Dank. Oh! Ich hab's nur noch gedacht, da rutscht er weg. Max Biaggi. Ja, Max Biaggi, nichts Baros. Nicht, habe ich noch Baros gesagt? Sorry. Max Biaggi natürlich. Ist einfach, okay, dann hat es mit dem Überholmanöver nichts zu tun. Er ist einfach zu eng gefahren und stürzt, wenn er übers Körper kommt. Ja. Das finde ich hier ein bisschen schade auf der Strecke. Sollte man noch mit der eigenen Meisterschaft starten, werden wir vielleicht mal leise auslassen. Aufgrund dieses Fehlers. Jetzt sind wir kampflos, Vierter. Und es kann durchaus passieren, dass der eine oder andere vorne noch in den letzten 2-3 Runden auch nochmal wegrutscht. Alles möglich. So, und als optisch zumindest ist einmal das Podium in Griffweite, Position 4. Ja, normal wären wir 6 dahinter, Stoner und Biaggi. Schade, das wäre sonst echt ein geiler Grand Prix auch, irgendwo. Wenn der Sturz nicht wäre, wäre sehr spannend. Weil die KI-Stärke wieder wirklich gut eingestellt ist an und für sich, bis auf einen Fehler leider. Jo, gleich geht es dann auch in die letzte Runde. Ja, da wollen wir eher jetzt auf P4 probieren, ins Ziel zu kommen. Wenn, dann rutscht der vorne einer von selber weg. Nochmal in der einen Kurve, aber bis jetzt haben die drei das vorne gut geschafft. Rossi noch immer in Führung. Hoffentlich rutscht nicht Rossi in der letzten Runde jetzt weg. Valentino Rossi in Führung, vor Sette Gibrau und Loris Capirossi und dann Alex Hofmann. Der war nur aufgrund der zwei Stürze von Stoner und Biaggi so weit vorne ist. Aber gut, ist halt so. Sind halt gestürzt. Was soll's? Ja, wir kommen sogar hier gerade ran jetzt. Erste Schikane anscheinend sind wir auch gar nicht so schlecht unterwegs. So, genau, Konzentration in den Kurven in der Anbremszone. Da kommt noch ein Sturz. Nein, alle schön außerhalb vom Körb. Passt, alles okay. Sonst haben wir auch nicht so viel gelesen oder habe ich noch nicht gesehen unten. Da noch ein paar gestürzt sind, aber Fahrer und genau dann die Top vorne. Naja, Stoner und Biaggi. Was soll's. Haben die halt Pech gehabt. Ja, keine Chance mehr jetzt hier ranzukommen. In der letzten Runde. Hayden noch immer guter Fünfter hinter mir.
Boah, Capirossi greift da noch einmal. Gib noch an, versucht zumindest. Wird aber nichts mehr, auch nicht mit der Ducati-Bau auf der Geraden. Ja, und Valentino Rossi gewinnt hier das Rennen. Vor Gibernau. Capirossi, Alex Hoffmann, Niki Hayden, Kenny Roberts, Troy Bayliss, Elias, Alex Barra aus der Maler. Ah, ja, Stoner Piaggi und ja, sind gleich auf, weil sie ja gleich gestürzt und dann gleich wieder weggefahren sind. Das passt, aber leider nur auf 11 und 12. Eieiei. Ja, Stoner aber doch noch in Führung von Piaggi. Rossi jetzt... Ja, okay, war dann doch ein bisschen weg. Oh, Gibernau jetzt dann einen Punkt ran. Bei mir. Und Capirossi 202, sehr spannend. Und, ja, Piaggi konnte auch nicht punkten. Also Rossi jetzt ein bisschen reingekommen an alle hier wieder. Oh, der war aber schon weit. Ja, der hat auch mal Probleme gehabt, was ich mir erinnern kann. Genau, jetzt ist er wieder ein bisschen, aber das ist noch, da sind leider zu wenig Grand Prix mehr. Ich weiß gar nicht, ob der letzte wieder Valencia hier ist bei mir. Ich hab keine Ahnung. Wir schauen uns jetzt über die Tabelle an. Stoner, Piaggi, Rossi, falls es wirklich aus sein sollte. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich alles ausgewählt habe. Aber es dürfte nochmal reinladen in den nächsten Grand Prix. Stoner, Piaggi, Rossi, wissen wir noch, die Wertung. Sollte es der letzte Rennen gewesen sein, man weiß ja nie. Hm. Okay, jetzt kommt Valencia. Nein, und jetzt ist Valencia Regen. Ich glaub's nicht. Oder zumindest nasse Strecke. Also noch einmal, ich weiß nicht, welche Strecke ich ausgewählt habe, aber es könnte sein, dadurch jetzt Valencia kommt, dass es schon das letzte Rennen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich da alles durcheinander gemischt habe bei den Strecken. Aber merken fürs nächste Mal, Valencia, wie auch immer, einfach als letzte Strecke nehmen, dass wir das wissen, wenn wir dann drin sind. Dass wir wissen, das ist jetzt definitiv das letzte Rennen. Jo, das soll es auf jeden Fall mit Alex Hoffmann schon gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich. Und wir sehen uns, jo, womöglich schon zum letzten Rennen. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber viele sind es dann, wenn nicht mehr. Aber unter Umständen ist es mit Alex 66 schon nächstes Mal. Vielleicht das letzte Rennen. Stoner und Piaggi werden sich wohl oder übel die WM ausmachen und wir müssen schauen, dass wir irgendwie P4 sichern, das wäre wirklich der Wahnsinn. Da sind wir relativ gut noch reingekommen und sehr spannend jedes Mal hier. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch noch, aber jetzt mal abwarten, jetzt fahren wir mal MX, fahren wir mal, dann natürlich die Onboard-Saison weiter und dann warten, bis das neue rauskommt. Zweiter Acker, da werden wir vielleicht dann vorher auch noch mal kurz anfahren, einmal das eine oder andere Rennen, ausgewählte Rennen. Und dann schauen wir, ob wir hier auch noch vielleicht mit irgendeinen Piloten pilotieren werden. Ja, da werden wir definitiv wieder mit einem Fahrer fahren und nicht mit unseren eigenen. Das macht doch Fun auch, mit einem ausgewählten Fahrer zu fahren. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.